Treffpunkt Europa. Hier findet heute am Donnerstag vor dem 725-jährigen Bestehen von Grimm. Wir sind das hier im Treffpunkt. Hier findet eine Ausstellung statt über die Gesichter der Vergangenheit. Hier stehe ich jetzt mit Frau Voss, die wird uns garantiert ein bisschen was darüber erzählen. Ja, wir hatten im Wasserturm aktiv den Gedanken, wenn Grimmner Besucher kommen, die vielleicht noch Großeltern oder so aus der früheren Zeit hatten, dass sie sie vielleicht auf Bildern wiedererkennen oder ihre Eltern ihnen erzählen, das war so und so in Grimm. Und deshalb haben wir diese Ausstellung gemacht. Wir haben einige Bürgermeister mit ausgestellt und die Chronik dazu, aber eben viele arbeitende normale Menschen, die im Gewerbe, in Gaststätten gearbeitet haben, beziehungsweise im Handel oder auch in Vereinen sich aktiv betätigt. Die ist beschäftigt in Grimm mit den ganzen Tonfiguren und Bronzefiguren. Und sie hat auch die Eröffnung vom Erdöler, ist auch die Tage jetzt. Und da wird sie uns bestimmt irgendwas drüber berichten können. Also berichten kann ich über den Erdöler wenig. Er wird ja erst enthüllt. Da wollen wir ja nicht vorgreifen. Sagen wir mal ganz einfach, was haben Sie als nächstes geplant? Für die Stadt gar nichts. Für die Stadt gar nichts. Nein, für die Stadt noch gar nicht. Haben wir denn schon was für unser Kreisverkehr gefunden? Ich glaube auch nicht, dass da irgendetwas drauf soll. Ich finde das sehr schön jetzt so mit den Blumen. Da muss nicht unbedingt was Großes draufstehen. Die Fahrer, die da rumfahren, sollen sich auf die Fahrbahn konzentrieren und nicht auf irgendeine Nixe oder weiß der Fuchs. Doch keine Nixe sein. Naja, oder ein Bohrturm oder so. Ich meine, da muss nicht immer was draufstehen. Nein. Nein. Ich habe auch zu Hause auf der Mauer neben dem, in unserem Grundstück habe ich immer Figuren sitzen. Schnatterinchen oder Max und Moritz oder so, eben für Kinder. Die haben sich auch immer sehr gefreut. Und die wurden fast regelmäßig auch gestohlen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe eigentlich ein bisschen Verständnis dafür. Wenn jemand die Figuren schön findet und sich sagt, die sind wahrscheinlich teuer, die kann ich mir nicht leisten und mopst sich die. Ich meine, wenn er mich fragt, würde ich sagen, nimm sie dir mit. Aber wenn man sie nimmt und schmeißt sie dann nachher um die Ecke, da habe ich kein Verständnis für. Ich meine, wozu dann den Aufwand? Ne? Hier wird gerade der Erdöler abgedeckt. Der wird zur 725-Jahr-Feier wird er eingeweiht. Und da lassen wir uns mal überraschen. Entworfen wurde dieser Erdöler von Frau Krüger, die schon einige Bronzefiguren hier in Grimm geschaffen hat. So, wir werden mal weiter. Wir waren dann am Freitagnachmittag in Südwest im Innenring bei der Volkssolidarität. Hier in Pommernhus haben die Rentner schon das 725-jährige Jubiläum von Grimm eingeleitet. Mitunter wurden sie begleitet von Gündits Musik. Und der Shanty-Chor aus Prohn war auch zu Gast. Verpflegung war Kaffee, Kuchen, Bierchen gab's, Schnäppi gab's für die Rentner. Jo, und die Rentner haben eigentlich gut gefeiert. Als Seemann hatte er seine 18 Karat. Und nach der dritten Reise, da war er schon matt. Jeder Kapitän war hinter ihm her. Doch fiel ihm das Wechsel so furchtbar schwer. Bis Barry End und war sein Schiff. Er hielt dir die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Der Abschied wird schwer, sagt mein Mädchen Ade. Deine lobvolle Fahrt, Santiago. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer. Doch mein Seemann verbrennt mich verloren. Und am Freitagabend waren dann das Grimmner Jugendblasorchester und das Bergener Blasorchester zusammen auf der Festbühne am Treffpunkt. Music of the future.
Wir befinden uns nun auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier werden wir den Festumzug erwarten. Moderiert wird das Ganze von Holger Schacht. Und wie man sieht, sind schon etliche Leute hier eingetroffen, die den Festumzug erwarten. Mit oder ohne Klimaanlage?
zwei Fenster, ne? Ist mit Lara. Die Planschuhe steigen von 30 bis 500 Tonnen und haben eine Hubhöhe von 140 Meter. Schwerkraftquote bis auf ein Gesamtgewicht. Der Herr Reichenbach, Metallbau zuerst. Genau, hier vorne ist er ja. Das Familienbetrieb wurde 1850 als Bau- und Maschinenschlosserei in der Norderhinterstraße gegründet. Firma Rifu! Ich hoffe, die Fenster sind alle gut angeboten und Türen, aber das Bild ja wohl. Das sieht ganz gut aus. Gesichert, so wie es im Straßenverkehr sein muss. Heute natürlich mit dabei beim großen Festanzug. Der Handelshof Vorpommern. Das ist der rot gekleidet, natürlich auch am roten LKW. Seit 1991 in Grimm tätig. Es gibt zwei Stadtmann in Grimm, die heißt von der Chaussee. Ja, und nach dem Fest zum Zoo haben wir uns auf die Beine gemacht, um mal ein paar Eindrücke einzufangen. Dann lassen Sie sich überraschen. Schönen guten Tag. Wie hat Ihnen das gefallen? Wunderbar. Wunderbar. Ja. Aral hat gefehlt dazwischen. Habe ich gesehen, das Schild war da auf Buggy-Team. Auf dem Buggy-Team war. Aha. Habe ich gesehen. Hat Ihnen auch gefallen? Sehr gut, sehr gut. Na, dann werden wir das in 25 Jahren noch mal angucken. Ja, bloß wir werden es ja nicht mehr sehen. Na, aber ein großes Kompliment an die Organisatoren. Das muss ich mal sagen. Spitze. Das war's. Wir werden sehen, was noch kommt. Ich muss jetzt weitermachen, auf dem Stand. Ja, der Mantau. Wir wollen niemanden aufhalten. TV-Radio Grimm, eine Frage. Erste, wo kommt ihr her? Lötz. Lötz. Hat euch das gefallen? Ich bin von Grimm. Ja, aber sehr schön. Super. Ja? Ja. Ja. Viel Mühe gegeben. Viel Mühe gegeben. Ja. Wann ist denn Lötz soweit? Wir hatten schon. Mhm. Und wie hat es den Grimm gefallen? Sehr gut. Sehr gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ebenfalls, ne? Danke, gleichfalls. Geht ja ganz lang heute noch. Ja. Wenn wir uns mal die älteren Herrschaften hier vornehmen, wie hat es denn den älteren Herren gefallen? Gut. Gut. Sehr gut. Der Damenarztgarantiert. Aber immer. Sehr gut. Schön. War auch teuer genug. Ja, na Gott. Wenn man was machen will, muss man noch bezahlen, ja. Ne? Aber Ihnen hat es gefallen? Ja, ja, sehr gut sogar. Gut. War sehr schön. Gut. Die Organisator, alle schönen Dank, haben die sehr schön das gemacht. Ja. Da bedanke ich mich. Da haben wir nochmal den Dani Rodriguez. Der hat mich über Facebook, hat er geschrieben, TV-Radio Grimm gefällt ihm. Da habe ich mitgekriegt, er ist Maler. Er kommt aus Bergen. Nee, kommt aus Grimm, wohnt in Bergen. Ich komme aus Spanien eigentlich, aus Madrid, aber ich habe in Grimmen gewohnt und jetzt wohne ich auch in Bergen, auf Rügen. Und dann hat dir gefallen hier so ein bisschen? Ja, genau. Gemalt zwischendurch? Von Grimmen auch. Na hier, jetzt heute so ein bisschen so. Ganz jetzt, schnell mal nee, so. Heute feiern. Heute feiern. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön. Jo. Frau Radio Grimm, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wie fahren Sie das heute? Gut. Gut. So schön. Ja. Haben Sie auch viel gesehen? Na, wir haben Sie sich da vorgestellt, alle die Leute? Nicht. Nein, sind alle durchgekommen. Ich habe das alles gesehen. War alles zu sehen, ne? Ja. Ja. Und hat Ihnen gefallen? Ja, doch, war schön. Der Umzug. Ja. Ja, nein, war schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Versuchen Sie mal eine Runde zu fahren. Ich kann ja nicht gehen. Ja, Sie brauchen, das dreht sich doch alleine. Ich habe schlimme Beine. Hab ich. Da trauen Sie sich nicht so recht, ne? Aber wir haben hier eine Bewohnerin, die war sogar im Riesen. Hm? Ja, warum nicht? Warum? Ja. Sie hat mir gesagt, ich denke, na, ob das gut geht. Sie ist rein und das klappte wunderbar. Oh. Warum nicht? Doch, also rein war schön. Wir stellen das Frühmittelalter dar. Aha. Einst haben ja die Gegend auch die Schweden besiedelt. Man sieht Ausrüstung des Frühmittelalters des Schwedentums. Wir stehen jetzt
wir hier, machen wir hier. Mats ab, Kamera läuft, Klappe! Drehorgel Rolf, die 725. Drehorgel Rolf, sich verlaufen in Grimm. Nicht verlaufen, ganz bewusst und zielgerichtet arbeite ich da seit 25 Jahren drauf hin. Ja. Musste alles schnell sein und da habe ich ein Ding. Das einmalig in der Branche. Attacke! Aufsetzen, wisst ihr? Das ist zwar, das geht um so ein Ding, was oben, was da oben ist, und jeder von euch hat einen. Nee, es ist schon eine Idee. Es ist, da oben hängt aber noch was. Am Mond. Wie siehst du aus? Ich wollte eigentlich noch eine Messe lesen heute Nachmittag. Wir machen euch jetzt das mit dem Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt, den schenke ich dir heut Nacht. Oh, einen Stern, der deinen the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Feel buzz like I had last week. Also nahm ich es mit der Wahrheit sehr genau. Wir nicht, ihr nicht, ihr nicht, uns nicht. Manchmal ist die Wahrheit noch nicht abenteuerlich. Finden wir uns im Volkspark von Grimm.
Es sieht erstmal urgemütlich aus und ich glaube, es wird auch urgemütlich. Hier spielt eine irische Band. Open mind for a different view. Can nothing else matter? Okay. Oh yeah. The captain's wife was Mabel. Ah, Jesus. She was able. She gave the crew an alien stroke. On the kitchen table. It's a ring-a-ling-a-la. Back for that, yo. Back for that. Those were the days, my friend. We thought they'd made a hurry. Sing out forever, right away. Live a life of truth. We'll find a way. There was a nest, there a nest like the nest, the tree and the tree and the branch, the limb and the limb and the tree and the tree and the bark, but down in the valley, up in the valley, up all around the valley, up in 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 the valley, up. Feuerwerk ist vorbei, nun sind wir hier wieder an der Showbühne angelangt und hier spielt die Showband vom NDR bis in den Morgen und die wird auch getanzt. Möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Frank.